Und herzlich willkommen zurück zu New Super Mario Bros. Wii. Wir sind hier in Welt 3 im Castle angekommen und werden nun, ich meine, es war Iggy oder Izzy. Ich bin mir nicht sicher, es könnte sogar Izzy. Ich glaube, Izzy war es. Ich bin mir echt nicht sicher. Angekommen und fordern Izzy zum Duell in einem wundervollen Zweikampf heraus. Er mit seinem Ball. Jetzt habe ich es gespoilert, ne? Ja, clever Dragon. Das war natürlich sau clever. Die Eisblume hätte ich gerne. Die Eisblume hätte ich gerne. Dankeschön. Mann. Das geht ja hier schon wieder super los. Naja, obwohl, so kommen wir hier hoch und sind hier easy. Klappt das noch? Nein, das klappt nicht. Das klappt nicht, oder? Warte mal. Wenn er sich passend dreht. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob hier eine Starcoin ist. Ich würde es vermuten. Und wie hier eine Starcoin ist. Und die ist nicht mal einfach. Starcoins, die nicht einfach sind, finde ich scheiße. Habe ich dir schon mal erzählt? Nein? Okay. Jetzt muss ich leider mein Power-Up dafür opfern, aber es ist okay. Kommen wir da überhaupt unten durch? Ja, kommen wir. Gut. Wow, das war knapp. Das war haarscharf. So, mal schauen. Haben wir hier unten vielleicht ein Item verpackt? Nein, haben wir nicht. Gut. Haben wir nichts verpasst? Und dann beginnt. Oh nein. Das ist das Castle. Oh, Jesus. Hier kann ich euch echt den Tipp geben, besiegt die Knochentrocken nicht, wenn ihr normal groß seid. Das bringt euch nicht viel und später bringt es euch mehr, wenn die Gegner kommen, die Knochentrocken töten können. Beziehungsweise, achso, das kommt noch, oh, das war noch gar nicht das, was ich gemeint habe. Ah, jetzt kommt's hier. Denn dann kommen die Kugeln und die Kugeln töten die Knochentrocken. Es sei denn, ihr habt natürlich eine Eisblume, dann ist das wieder was ganz anderes. Denn mit der Eisblume könnt ihr sie ja freezen und gegenseitig wegbashen, sage ich jetzt mal. Wegbashen. Euch friere ich einfach ein. Und die Schallwelle wollte ich echt noch gar nicht einsetzen. Ich muss hier auch aufpassen. Ich glaube, hier können wir nämlich leicht eine Starcoin verpassen. Eine war nämlich, glaube ich, gar nicht mal einfach zu bekommen. Hier werden jetzt wahrscheinlich gleich zwei Kugeln runterrollen. Oder auch nicht. Dann halt nicht. Okay. So, dich nehme ich jetzt einfach mal taktisch clever, wollte ich sagen. Hat dann doch nicht geklappt. Wir machen den hier kaputt, und machen damit den hier kaputt. Wundervoll. Ich würde sagen, wir aktivieren den Block und lassen die Eisblume einfach mal stehen. Wird jetzt, glaube ich, nicht das Verkehrteste auf der Welt sein. Ich meine, somit haben wir hier ein abgesavedes Power-Up, das wir uns immer gönnen können. Wie in der Situation gleich, wo wir gleich getroffen werden, oder auch nicht. Hier den noch nicht aktivieren, den auf jeden Fall noch nicht aktivieren. Uiuiui. Okay, jetzt. Denn damit können wir uns die zweite Starcoin holen. Wundervoll, es klappt gerade wundervoll. Das ist ja unglaublich. Das erschreckt mich ein bisschen selber. Jetzt müsste ich natürlich noch wissen, was oder wo die dritte Starcoin ist. Denn die könnte uns jetzt schon eher die Probleme bereiten. Okay. Ja, okay, die bereitet jetzt nicht die größten Probleme. Kamera, danke. Danke, Kamera. Oh, das klappt gerade nicht so, wie ich möchte. Nein. Der Knochentrocken, ne? Der Knochentrocken ist echt kacke positioniert. So, jetzt aber. Verdammt. Oh, dieses Starcoin, ne? Sie bringt mich zu Teufelsglut. Ist mir jetzt egal. Ist mir jetzt ehrlich gesagt. Oh, ich krieg doch so und so hier noch ein Power-Up. Ich Idiot. Meine Sogar ein Pinguin. Alter, wie geil. So, dann würde ich sagen, lassen wir erstmal unsere Knochen. Kennt ihr dieses Knochen knacksen lassen? So, dass man so ein bisschen angibt, ne? Das machen wir jetzt. Können wir damit seinen Zauber aufhalten? Nee, können wir nicht. Uiuiui. Gegen den kann man aber auch echt leicht sterben, ne? Wenn der einen erwischt. Wenn der einen passend erwischt, dann stirbt man da ziemlich leicht. Also, wenn er seinen Gummiball da auspackt. Das ist gar nicht mal so einfach. Okay, jetzt hier. Nein! Das ist jetzt nicht passiert. Es ist genau das passiert, wovor ich euch gewarnt habe, ne? Unglaublich. Boah, weil ich auf volle... Ich bin aber auch dumm und bin einfach auf volles Risiko gegangen, anstatt dass ich einfach gewartet hätte. Naja. Oh, jetzt müssen wir die Starcoin wieder von neu machen. Die ist nämlich nicht mal einfach. Oh, du Scheiß, die verwarten dann.
Das war nicht clever von mir. Das war der erste große Fail, würde ich sagen, in diesem LP. Das war einfach nur dumm. Das war einfach nur dumm ohne Ende. Was jetzt einfach nur Zeit vergeudet, ganz ehrlich. Es war dumm. Kann ich euch so schon töten? Gut. Muss ich wirklich gestehen, es war dumm. Ich hätte einfach warten sollen, safe gehen sollen, aber ich wollte ihn halt einfach weghaben. Und dann entstehen solche Fails. Super, na ganz toll. Boah, aber wie er den Ball auch noch perfekt in die andere Richtung gelenkt hat, ne? Er hat sich ja echt umgedreht und den dann weggemacht. Das war ja... Nee, es war krass. Wow, und dass wir da unser Power-Up nicht verloren haben, war auch gerade ein bisschen Glück und schon wieder. Hier ist mir gerade ein bisschen zu viel Glück drin, muss ich sagen. Ich meine, ich habe an sich nichts gegen Glück, weil ich mein Glück ist ja nur gut. Aber, nee. Das ist auch nicht so gut. Oh, gut, dass der Knochentrocken besiegt wurde, bevor ich dagegen gerannt bin. Uiuiui, uiuiui. So, und jetzt bitte konzentrieren. Konzentrieren. Ja, ist egal, ob wir das Power-Up jetzt nehmen oder nicht. Okay, passt alles, gut. Wir haben die zweite Starcoin wieder geholt. Wir wissen, was wir bei der dritten Starcoin machen müssen. Das heißt, da haben wir jetzt relativ sicher alles. Eigentlich müssen wir es jetzt safe haben. Ne? Wenn wir jetzt wieder verkacken, dann tut es mir leid. Dann werde ich es wahrscheinlich schneiden. Dann war es einfach nur dumm von mir. Gut. Das ist mal sogar nicht mal am Knochentrocken erwischen lassen. Dennoch werde ich mir natürlich hier nicht die Chance entgehen lassen, einen Pinguin zu nehmen. Den ich mir natürlich auch ergreifen werde. So. Und jetzt nochmal. Ich hoffe, du bist easy. Habe ich easy gesagt, ne? Easy, easy. Puh, jetzt konzentrieren. Bitte nicht wieder dumm von dem Scheiß Ball erwischen lassen. Ganz ehrlich, das ist einfach nur dumm. Das war einfach nur dumm, der Fail. Ich glaube, er kommt sogar eh gleich wieder raus. So, erwischen lassen. Hauptsache nicht auf die... Das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn man sich auf die Seite drängen lässt. So, wo war das Problem? Wo war das Problem? Verdammt nochmal, wo war das Problem? Mensch, Mensch, Mensch. Ich hätte sogar fast gesagt, wir schaffen die Welt in dem Part noch, aber jetzt... durch den Fail eher weniger. Aber es kommen gleich mal mehr so viele Level vor dem Castle, muss ich sagen. Also leider finde ich, ist die Eiswelt ein bisschen klein geworden. Ich mag die Eiswelt. Ich könnte sogar meine Lieblingswelt sein. Ach, ein Tod, ich dachte jetzt schon, hä, was ist denn jetzt los? Als ob mich ein Tod jucken würde, ganz ehrlich. Auf den Tod kacke ich aber sowas von. Der kriegt richtig die Wurst in... Nein, 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 nein. Jetzt müssen wir nicht übertreiben. Ah, stimmt, das waren... Oh, das waren nur noch die zwei Level. Okay, es sind zwar nur noch zwei Level, aber es sind zwei knackige Level. Man muss sagen, es sind zwei knackige Level. Kann man nicht sagen. Okay, das hier vielleicht jetzt noch nicht, aber das andere. Das andere ist knackig. Das andere ist, wie ich finde, knackig. Was auch gut ist, wir müssen die zwei Level eh noch einmal spielen. Kann ich schon mal spoilern. Das heißt, sollten wir jetzt in einem Run... Uiuiui, war das knapp. Sollten wir jetzt in einem Run nicht alles finden, beziehungsweise bekommen, ist es nicht weiter schlimm, denn wir müssen so und so nochmal rein. Also, ne? Können wir hier eigentlich ganz safe, locker, easy, wenn ganz, ganz gechillt einfach diesen Run hier machen, diese zwei Level hier. Vor allem beim zweiten sollten wir aufpassen. Dann sollten wir wirklich auf Nummer sicher gehen. Nicht überstürzen, nicht hektisch werden. Vor allem nicht hektisch werden. Das ist ein großer Fehler beim zweiten Level. Ein sehr, sehr großer Fehler. So, jetzt gehen wir hier rein. Gehen am besten weit vor. Ducken uns, holen uns die Starcoin, machen eine Stampfattacke, ducken uns wieder. Haben die zweite Starcoin. Wundervoll. Läuft mal. So, hier können wir einen wundervollen Eisbrocken. Okay, jetzt kommt eher der Teil, der schwierig wird. Aber mit dem Pinguin sollten wir hier eigentlich gute Kontrolle haben und uns vor Gefahren bewahren. Das war knapp. Und das war dumm. Ich habe gerade echt mehr Glück als verstanden, muss ich ehrlich sagen. Mehr Glück als ob ich einen Pilz jetzt bräuchte. Mehr Glück als Verstand, muss ich... Mach keinen Scheiß, bitte, danke. Mach keinen Scheiß. Oh, Feuer, Bro. Feuer, Bro. Ignorieren wir den. Ich weiß nicht, ob da oben das Darkman ist. Da oben ist keine. Da unten ist aber eine. Uiuiui. Uiuiui. Hol sie dir. Hol sie dir. Gut, 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 gut. Und ich war vom Feuer, Bro, erwischt worden. Nice. So, den können wir runterhämmern. Ist ja egal. Wir haben alle drei Starcoins. Das heißt, wenn wir dann dieses Level nochmal neu machen müssen, was wir auch müssen, dann sollten wir hierbei keine Probleme haben. Und das hier wird natürlich als Secret Exit jetzt angezeigt. Ihr werdet sehen, wieso. Ihr werdet jetzt schon schön sehen. Obwohl, wir könnten sogar es doch schaffen, ne? Ja, es entscheidet. Vieles wird jetzt durch das nächste Level entschieden, ne? Einiges. Aber ich würde sagen, das Inventar filmen wir uns jetzt nicht auf. Ich möchte jetzt ein bisschen... Ne, ich bin jetzt gerade in den Level-Flow drin.
Level 3,5 bereitet mir Kummer und Sorgen. Bereitet mir Kummer und Sorgen. Ich glaube, hier müsste es einen Propeller-Head geben, ne? Ja. Weg mit dem Pinguin, her mit dem Propeller. Hier ist auch der Propeller eindeutig die bessere Waffe. Denn wir haben halt hier echt mehr Kontrolle. Wir haben viel, viel mehr Kontrolle mit unserem Propeller-Head. Ja. Ich bin gespannt, wie viel wir hier jetzt ohne schaffen. Denn später werden, ihr seht ja, diese grauen Blöcke werden so eine Art P-Switch, kann man sagen. Es ist aber nur indirekt ein P-Switch. Es ist wie ein Super Mario World, kann man sagen. Was natürlich auch noch als LP kommen wird. Ne? Spoiler-Alarm. Oh, da hätte uns, glaube ich, auch eine Pflanze erwischen können, kann es sein. Dass man, dass das Level ein bisschen einfacher wird, man ein bisschen supported wird. Das macht dieser rote Scheiter. Und ich finde diese Feuerpflanzen gerade nicht ganz so toll. Und mich juckt es an der Nase gerade. So. Ja, das ist ein großer Feind, Jucken. Jucken an der Nase oder allgemein irgendwas, wenn irgendwas juckt. Das ist ein großer Feind vom LP. Ja. Uiuiuiui. Weil das ist einfach gefährlich. Und ich glaube, hier müsste man, normalerweise hier kann man rein dann später, aber erst mit dem P-Switch. Oder, ich sage immer P-Switch. P-Switch ist das falsche Wort dafür. Mit dem... Das war's schon. Keine zweite Starcoin. Okay, ich hoffe, wir kriegen zwei Stück bei dem anderen. Ansonsten bitte schwierig. Ansonsten bitte schwierig, ja. Aber eigentlich dürfen wir keine verpassen, ne? Es kann natürlich sein, dass wir in irgendeine Kackeröhre hätten rein müssen. Ich bezweifle es einmal. Und jetzt können wir den P-Switch aktivieren und die zwei Level werden komplett... Naja, was heißt komplett neu? Komplett ist auch falsch, aber diese Dingsblöcke werden zu gefüllten Blöcken. Ich nenne es mal gefüllte Blöcke. Und wir haben 66 Leben. Und ich würde das Level hier... Ja, das Level hier vielleicht jetzt nicht unbedingt, aber andere Level. Andere Level werden doch ein bisschen einfacher. So, und hier machen wir das mal zu Blöcken. Dann sollten wir hier auch ein bisschen einfacher fahren können. Hier sind wir momentan ganz gut geschützt. Es ist natürlich cleverer, hier auf den roten Blöcken zu stehen. Denn bei denen weiß man, dass sie sich nicht drehen. Und man ist ein bisschen freier. Ja, freier kann man nicht sagen. Man ist mal ein bisschen beruhigter. Es ist, weiß ich nicht, ob das das richtige Wort ist, aber nein. Aber man kann halt auch Wandsprünge und sowas machen. Hier hätten wir zum Beispiel die erste Starcoin echt einfach bekommen. Also wenn man hier sich ein bisschen einfacher machen will, kann man sich das ganze Zeug auch erst später holen. Und da ist, ich glaube, ein versteckter Block mit einem One-Up drin. Links bei den Münzen seht ihr es. Seht ihr hoffentlich? Ja, wahrscheinlich schon. Ja. Sollte machbar sein. Wenn wir jetzt nicht dumm unseren Propeller verlieren, dann sollte das Ganze hier machbar sein. Gut. Okay, wir hätten selbst, es wäre sogar egal gewesen, wenn wir unseren Propeller verloren hätten. So, und jetzt müsste hier aber... Es kommt hier nicht mein Checkpoint. Ist es euer Ernst? Das finde ich nicht nett. Weil das Level ist halt schon echt lang. So, packen wir mal das hier. Ich habe gerade Schiss, dass hier irgendwo ein random Gegner auftaucht und mich dann erwischt. Das wäre nicht ganz so nett. Da ist ein Starcoin. Die holen wir uns kurz. Sehr schön. Haben wir die zwei... Was habe ich jetzt? Nein, ich habe keinen Propeller mehr. Verdammt. Das ist doof. Das ist scheiße. Jetzt sind wir in einer Situation, die mir überhaupt nicht gefällt. Die mir ganz und gar nicht gefällt. Ohne Propeller hier zu sein, könnte nämlich die letzte Starcoin... Könnte fast unmöglich sein. Was heißt unmöglich? Ja, unmöglich. Ja, genau. Unmöglich. Und... Oh, das war doof. Nicht mehr treffen lassen. Noch ein Treffer und wir sind down. Natürlich kommen jetzt die ganzen Scheißerlis, ne? Wir werden getroffen, ich sehe es doch. Uiuiui. Ja, und jetzt? Ach, da ist eine Röhre. Okay. Nein, lass doch nicht wieder irgendein Scheiß da sein. Lass mich einfach ins Ziel. Das zählt als Secret Exit. Ich bin leicht ins Schwitzen gekommen jetzt noch zum Schluss. Leicht ins Schwitzen. Aber naja, das gehört wohl dazu. Ja, dann würde ich sagen, können wir uns jetzt wohl getrost uns einen Stern gönnen, den wir uns jetzt abholen können. Weil ich meine, ein Stern, der deinen Namen trägt und so. Ne? Habe ich das im letzten Part nicht schon gesungen? Ah, GG, Dragon, GG. Gut. Dann haben wir einen Stern im Inventar reingeholt. Dann können wir jetzt darunter. Ich weiß gerade gar nicht mal, was ist denn die Starcoin. Das Schloss. Inwiefern das aufgebaut ist, habe ich keinen Plan.
Das ist gerade ein bisschen so das, wovor ich ein bisschen Schiss in der Buchse habe. Aber naja, würde ich sagen, schlagen wir mal hier eine Feuerblume. Feuerblume nehmen. Das gibt's so nicht. Pinguin, bitte gib mir einen Pinguin. Bitte gib mir einen Pinguin. Ich will einen Pinguin. Ich will einen Pinguin. Ich will einen Pinguin. Ich will keinen Mini, ich will einen Pinguin. Oh mein Gott. Ich habe Angst, ich habe Angst. Ja, wir haben einen Pinguin. Dann bin ich schon mal komplett zufrieden. Feuerblume noch dazu. Ja, ist okay. Ist okay. Wir haben einen Pinguin im Inventar. Das war das, was mir wichtig war. Das war ein Reim, ne? Wir haben einen Pinguin im Inventar. Das war das, was mir wichtig war. Oh, ein wundervoller Reim. Dragon, du bist so ein Poet. Ich weiß, danke. So, hier werden wir aber uns erst einmal ein Power abgönnen. Gib mir einen Pilz, danke. So, und dann können wir dieses Level ziemlich easy peasy abschließen. Huiuiui, das war ein bisschen knapp. Aber was soll's? Das juckt uns halt nicht wirklich, ne? Das juckt uns nicht wirklich gerade. Wir möchten einfach nur schnell wie möglich dieses Level beenden. Wir haben hier, wie gesagt, schon alles geholt, was es zu holen gibt. Also die drei Starcoins halt. Und das ist einfach random ein Leben gewesen. Geil. Das war ein bisschen, ne? Zwiegespalten gesetzt, ne? Für mich gerade in dem Moment war ein bisschen zwiegespalten gesetzt. Und hier machen wir es uns jetzt nicht kompliziert und rennen einfach unten lang. Weil ganz ehrlich, wieso soll ich es mir schwieriger machen, als es ist? Und dann können wir sogar in diese Röhre rein und mal schauen, was es dort gibt. Dort gibt es Eis. Okay. Dann laufen wir mal hinterm Eisblock her, würde ich sagen, ne? Achso, da hätten wir jetzt rutschen können, ne? Da hätten wir rutschen können. Ja, egal. So. Und wo führst du uns wieder hinaus? Zu einem Secret Exit. Beziehungsweise... Ach nein, das ist der normale Exit. Okay. Da haben wir alles richtig gemacht, ne? Ich glaube, wir hätten sogar hier lang gehen müssen. Kann das sein? Kann das sein? Ich glaube sogar echt, ne? Da haben wir alles richtig gemacht. Haben wir alles richtig gemacht. Gut, und dann ein wundervolles, perfektes Partende. Welt 3, Schloss. Wundervoll. Es hat mit einem Castle, mit einem Tower angefangen und endet mit einem Schloss. Oh, ich weiß, hier kommt, glaube ich, zum ersten Mal die Bob-Ombs als Gegner, kann das sein? Ich würde ganz gerne meinen Pinguin behalten, dankeschön. Wäre mir ganz lieb. Wäre mir so eine Sache bei den Eisblöcken hier unten. Der ich... Oh nein. Oh nein. Bitte nicht. Nicht wirklich, oder? Okay, aber die ist einigermaßen lang. Dann sollte das Ganze machbar sein. Die ist einigermaßen lang. Dann sollte das Ganze machbar sein. Aber trotzdem, wir wissen noch alle vom letzten Part New Super Mario Bros. Yes, ich bin kein Freund dieser Schlange. Beziehungsweise, ich weiß nicht mal, ob viele den gesehen haben, weil ich meine, er war echt schlecht, muss ich ehrlich sagen. Ich bin auch mega extrem unzufrieden mit dem ganzen LP an sich. Ich werde es höchstwahrscheinlich irgendwann ergänzen, weil ich mit dem LP an sich echt unzufrieden bin, wahrscheinlich im normalen Modus. Oder als Stream-Projekt wäre es auch denkbar, wäre sogar sehr denkbar, fällt mir dazu. Wäre auf jeden Fall eine gute Option. Auf das One-Up Dogen scheißen wir einfach mal. Weil dadurch haben wir es halt dann auch nochmal normal durchgespielt. Als Stream-Projekt wäre es sogar echt eine gute Idee, ne? Das wäre wirklich eine gute Idee. So, dann sprengen wir das Ganze hier mal auf. Boom! Malu Akbar, meine Friends. So, boah, den haben wir ja perfekt geworfen, ne? So, du gehst auf die Seite da. Sprengst du es noch? Ich hoffe schon, ne? Nein, nicht einfrieren. So, gut. Dich friere ich ein. Du lässt uns mal bitte in Ruhe, Freundchen, danke. So, du frierst auch mal ein. Dann kriegen wir die Starcoin. Wundervoll. Einen Bob-Omb bräuchte ich noch, danke. Der mir den Weg hier aufspringt. Sehr nett. Und stopp. Ich muss kurz mal was machen. Wie bitte? Den Salat? Da sind wir wieder nach einem kurzen Cut. Ihr seht schon, der Dragon, der hat irgendwie weniger Leben und der hat ja doch gerade eben erst den Checkpoint aktiviert. Ja, das Spiel dachte sich einfach so, YOLO, ich friere jetzt ein. Das heißt, ich durfte alles nach dem Tower nachspielen, was übrigens totaler Spaß war, muss ich echt sagen, war Spaß ohne Ende. Und habe bis hierhin alles nachgespielt. Ja, und weil ich euch natürlich alle so lieb habe, schneide ich das jetzt natürlich noch extra in den Part rein, damit ihr wirklich das Ende seht. Das wäre sonst irgendwie komisch, das Ende.
Ja, das durfte jetzt nachspielen. Hat aber sogar ehrlich gesagt nicht lang gedauert. Hat halt so lange gedauert, wie der Part ungefähr ging. Vielleicht sogar ein bisschen schneller, dadurch, dass ich nicht reden musste. Naja, wohl schneller. Ich glaube, ich hatte ein, zwei Fails drin. Deshalb habe ich jetzt auch eine etwas andere Lebensanzahl potenziell, wie ich davor hatte. Ich weiß jetzt nicht, wie viele ich hatte. Ich glaube, ich hatte davon 69. Ja, 69. Das wollte ich dann noch im Part sagen, ne? Wir haben 69 Leben. Und jetzt haben wir leider nur 68. Aber ich glaube, damit lässt sich leben. Da, oh, lol. Haben wir die. Lol. Ich wollte die roten Münzen einsammeln, damit wir 68 Leben kriegen. Dann halt nicht. Na, weil wir hier den Pinguin-Anzug haben, habe ich jetzt nicht gerade viel Angst. Oh, wir hätten das kaputt machen können und sind da Leben holen können. Können wir das vielleicht noch? Nee. Da unten kriegen wir, glaube ich. Warte mal, was kriegen wir denn da unten? Was sind da unten? Unten sind ein paar Flummi-Bälle. Ich nenne sie immer gerne Flummis. Weil es sind ja eigentlich wie Flummis, ne? Ihr kennt doch sicher alle Flummis. Naja, obwohl, nee, es sind keine Flummis. Die, was du so gegen... Jetzt komm, geh hoch. Die, was du so... Okay, ein Pinguin. Die, was du so gegen den Boden, also so eindrückst und dann auf den Boden drückst und dann die so hochspringen. Oh, waren super. Waren super in der Kindheit, ne? Fandet ihr auch? Findet ihr auch, natürlich. Aber waren super. So, ich hab jetzt nur gerade nochmal geschaut. Oh, gut, mein Mikrofon ist richtig eingestellt. Und jetzt bitte kein Fail. Bitte einfach nur kein Fail. Einfach konzentriert bleiben. Ich weiß, das wird jetzt zu einem fetten, fetten Ball. Der Bosskampf kann in die Hose gehen. Ich meine, wir haben im ersten schon gesehen, dass der gut in die Hose gehen kann. Mal schauen, was wir jetzt draus machen werden. Ich bin gespannt. So, erst einmal holst du einen Flummi. So, gehen wir auf deinen Flummi und... Lol. Das hat er gut abgefangen mit seinem Flummi. Ich nenne sie Flummi, weil sie so schön abspringen. Und ich finde, Flummi ist ein putziger Name dafür. Ich glaube, er kommt wieder raus, ne? Jetzt kommst du wieder raus. Ich seh's doch. Uiuiui, wir mussten zwar einen Treffer einstecken, aber dafür haben wir ihn auch getroffen. Ist mir so egal. Hauptsache, ich schaffe ihn. Aber jetzt rutscht mir, jetzt rutscht mir. Ich weiß nicht, ob das so clever war. War das so intelligent? Ich glaube, jetzt müsste er eigentlich wieder rauskommen. Und oh, haben wir den abgefangen? So, meine Friends, besiegt man den. Easy. Easy. Der eine Treffer war zwar ein bisschen unnötig, aber was soll's. Sehr schön, Welt 3. Auch wieder in zwei Parts abgeschlossen. Wir haben drei Welten in zwei Parts jeweils abgeschlossen. Es geht mir ein bisschen schnell. Ich möchte nicht, dass das Spiel so schnell zu Ende geht. Und es sind alles immer grob 20 Minuten Parts. Das erstaunt mich gerade ein bisschen, dass ich so schnell durchkomme. Das zu 100% möchte ich erwähnen. Bis jetzt haben wir die 100%. Ja, ist geil, ne? Aber ab jetzt hört der Spaß langsam auf und wir kommen zum Ernst des Lebens. Zum Ernst des New Super Mario Bros. Wii Lebens, wo jetzt wirklich die knackigen Level kommen. Ne? Du hast alle Sternmünzen in Welt 3 gefunden. Wunderbar. Denn jetzt kommt die Wasserwelt und ich mag keine Wasserlevel. Hier kommt zwar jetzt auch nicht allzu viele Wasserlevel, aber nee. Und Wendy ist hier der Boss. Und ich hasse Wendy. Ich hasse Wendys Angriffsmuster. Ich hasse es. Der Bosskampf wird auch alles andere als einfach. Ich bin gespannt, was wir hier in der Wasserwelt reißen. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Part wieder ein. Bis dann und ciao.